Also wenn jetzt gleich noch ein spawnt, dann ist es ein Spawner. Ach lol. Also hier scheint kein Spawner zu sein. Aber wenn ich auf der Höhe nach da grabe, dann scheint da was viel Interessanteres zu sein. Höhe 23 bin ich. Okay, das ist noch die gute. Die hält noch ein bisschen durch. Na, so. Dann guck mal, was da drüben ist. Vor allen Dingen wo? Also entweder ich bin drüber oder drunter. Interessant. Ich nehme mal ein paar von den Schienen mit, die kann man nämlich eigentlich gut gebrauchen gerade. Später dann meine ich. Habe ich eine ja, habe ich. So. Oh. Na super geil. Na super, bin vergiftet. Das hält zum Glück nicht so lange an. Kommt schon die nächste. Was? Wow. Wo denn? Okay, ganz ruhig. Dann graben wir einfach mal hier lang. Ja, ja. Wenn er gerade die trifft mich, aber ich sie nicht, oder was? Ich bleib hier mal ganz kurz stehen. Ich weiß, es kommt jetzt seltsam, aber... Das sieht interessant aus. Ich will mich auch trotzdem noch nicht rausbegeben.
Mein Schwert ist auch gleich kaputt gehen. Nehmen wir das Goldschwert kurz. Na gut, das habe ich mir interessanter vorgestellt. Ob das geht? Wenn ich, sag mal, hier einen Block davor stelle. Das ist interessant, funktioniert aber nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Okay, kurz warten. So kann man eigentlich gut Level machen hier gerade. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwie. Oh, mach mal einen ruhigen. Okay. Ist jetzt doof bei den kleinen Spinnen, dass die überall durchpassen, ne? Moment, erstmal kurz das Essen wieder. Habe ich ja noch. Ich habe noch Pfeile. Ja. Muss irgendwie eine sinnvollere Lösung geben. Oder rein theoretisch, warte mal. Wenn ich hier mal so eine Workbench aufbaue. Und dann mal okay. So war das definitiv nicht geplant. Moment, wir haben doch sicher noch, genau.
Wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier so einen hinbaue und dann mache ich hier unten 6 Labs in Optionen. So. Lalalalalala. Ich frage mich ernsthaft, wie die da durchkommen. Hä? Das ist doch, das ist doch eine Verarsche. Kommen da durch? Boah, ist das fies. Ich gehe wieder zurück. Die kommen sogar durch halbe Dinger durch. Das wusste ich. Das ist nicht mein halber. Obwohl der Zaun. Das ist echt eine Verarsche. Nehme ich mal die. Das war jetzt echt, das fand ich jetzt fies. Egal. Aber mit kleinen Spinnen lässt sich keine Falle bauen. Es sei denn, na gut, es gibt bestimmt jemanden, der das hinkriegt, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin da zu blöd für. Was kommt denn da eigentlich für Mucke? Die kenne ich gar nicht. Also nicht, dass es mir nicht gefallen würde, das ist schon geil, aber ich kenne die gar nicht. Aber es hat weh. So, Moment, eine Fackel mal hinsetzen hier. Ist doch mal lang genug, wir haben jetzt eine halbe Stunde damit verbracht, um irgendwie unser Level wieder zusammenzukriegen. Das sollte ja erstmal reichen. Wenn ich Pech habe, ist jetzt sogar Nacht draußen. Ja, ist Nacht. Hey. Okay, wo geht's nach Hause? Ach, wir sind hier. Okay. Aber hier auf der freien Fläche kämpfe ich gerne, weil da weiß ich wenigstens, was passiert. Da sehe ich, wenn was ankommt. Na, wen haben wir denn hier? Zombies und Creeper ohne Ende. Headshot! Critical Treffer! Hi! Boah, das, die Mucke passt gerade voll gut. Go, go, go! Der Ansturm, der... Oh, Spinne. Übersehen, ich tue die gar nicht mehr ernst nehmen, weil das... Weil die so, halt nicht spinnenmäßig aussehen, diesmal. Au. Ja, komm her. Los. Moment. Attacke! Nice, genau das wollte ich. 4 Schaden macht er? Immer schöne drauf auf die Jungs.